Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die nunmehr beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal ein Video zu dem Thema gemacht und vor allem die operative Umsetzung der EEG-Umlagenabschaffung beim Versorger und Co. besprochen, was das bedeuten würde, insbesondere natürlich auch für den Verbraucher, der dann weniger Kosten hat. Mittlerweile hat der Bundestag aber auch beschlossen, und das schauen wir uns mal genauer an. Hier ist eine Pressemitteilung vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium von gestern Abend. Also ich nehme das Video gerade am 29.04. am Freitag auf. Und ja, am gestrigen Tag kam dann der Beschluss. Hier steht es dann eben auch, der Bundestag hat in der zweiten und dritten Beratung den Gesetzesentwurf zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Netzverbraucher beschlossen. Aha. Wer sich jetzt genau damit auseinandersetzen will, was dahinter steckt, der kann einfach mal auf bundestag.de gehen und dann zum Beispiel auf Tagesordnung. Also hier Parlament, Plenum, Tagesordnungen. Dann findet man die aktuelle Sitzung, da kann man auch so weiterschalten zwischen den einzelnen. Man muss sich halt die vom Ende April suchen und geht dann auf den 28. April. Und dann gab es am späten Nachmittag 17.35 Uhr Tagesordnungspunkt 12. Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage. Und dann sieht man hier mehrere Drucksachen. Heißt, hier gibt es diverse Unterlagen, die hier besprochen worden sind. Wenn man dahinter nochmal die Details einblendet, sieht man auch, okay, Gesetzesentwurf mit Beschlussempfehlung in Ausschussfassung annehmen, angenommen. Okay, Gesetzesentwurf ist also angenommen. Ein weiterer Entschließungsantrag, zu dem kommen wir auch noch, ist abgelehnt. Alles klar. Also schauen wir uns doch mal an, was dahinter steckt. Hier unten ist ja dieser schöne Link zum Artikel. Alles klar, auf diesen Button klicken wir mal und dann kommt hier ein separater Beitrag. Hier ist auch nochmal die Aufzeichnung. Hier kann man dann direkt reinspringen in das Bundestagsfernsehen und kann die Plenardebatte sich geben. Wer sich die angeschaut hat, tut mir leid. Und wer sich die noch nicht angeschaut hat, macht es nicht. Ne? Das hat keinen Sinn. Also solche augenscheinlichen Pseudodiskussionen braucht man sich wirklich nicht geben. Schlussendlich ist es dort ein stetes Du bist doof, nein, du bist doof, was hin und her geht. Und naja, darauf kann man auch verzichten. Nach der Eröffnung durch die Bundestagsvizepräsidentin gab es dann eine einleitende Worte vom parlamentarischen Staatssekretär, der für das Thema schlussendlich zuständig ist, Oliver Krischer von den Grünen, ursprünglich auch da schon sehr bekannt. Und dann haben halt diverse Parteivertreter oder Fraktionsvertreter gesprochen, ne? CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne, SPD, CDU, CSU und SPD und dann wieder die Abmoderation. Kann man sich anschauen, muss man wirklich nicht, also das hilft niemandem, wenn ihr euch nun genauer damit auseinandersetzen wollt. Hier unten folgen dann die Dokumente und hier sind dann die Links zu den einzelnen Drucksachen. Ich mache die jetzt auch mal alle nacheinander hier auf. Und ganz wichtig, hier unten ist auch noch die Fundstelle im Plenarprotokoll. Das ist super interessant, denn wir finden immer sehr, sehr kurzfristig nach den Bundestagssitzungen auch ein vollständiges Plenarprotokoll, stenografischer Bericht, ne? Also da wurde mitgeschrieben. Wenn ihr das noch nicht wisst, schaut euch sowas gerne mal an. Also hier sind wirklich interessante Infos, insbesondere hier und da, wo es ein bisschen hitziger in der Diskussion wird, sind auch die Zwischenrufe mit aufgeschrieben. Und dann wird es auf jeden Fall immer mal ganz witzig. Aber wenn wir jetzt noch so am Anfang sind, kann man einfach mal EEG eingeben und findet dann hier Tagesordnungspunkt 12, das haben wir ja angesprochen, und kann dann hier draufklicken und schon landen wir bei der Eröffnung dieses Themas. Genau, ne? Bla bla bla. Und dann hier Eröffnung von Oliver Krischer. Gut, dann kann man ein bisschen weiter scrollen. Ich würde mal sagen, die inhaltliche Debatte interessiert jetzt gerade wirklich überhaupt nicht, weil die gar nicht so inhaltlich war. Und dann haben wir es hier, genau. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an den Netzverbraucher. Heißt schlussendlich, keine EEG-Umlage mehr auf der Verbraucherrechnung und diese Absenkung muss auch im Strompreis spürbar an den Kunden weitergegeben sein. Also der Versorger kann nicht einfach die EEG-Umlage streichen, aber immer noch das gleiche verlangen. Ja, der geht natürlich nicht. Hintergrund ist ja immer, der Versorger muss für jede Kilowattstunde, die er versorgt hat, die EEG-Umlage, die er eingezogen hat, vom Kunden weiterreichen an den Übertragungsnetzbetreiber. Und das fällt jetzt weg. Der Versorger hat also nicht mehr diese Durchreichefunktion, denn der Betrag ist dann auf 0 runtergesetzt.
Heißt halt natürlich auch, dass der bisherige Strompreis um genau diese EEG-Umlage jetzt sinken kann. Im vorigen Video habe ich ja noch gesagt, na gut, wenn es nicht zu einer Vorgabe kommt, dass es weitergereicht werden muss, dann könnte ja durchaus der ein oder andere Versorger eine Weile mal das Geld einfach einbehalten, also den Tarif einfach nicht verändern, nicht absenken. Und hat dann ein bisschen mehr Geld in der Portokasse, was in der aktuellen Zeit für viele Häuser sehr, sehr gut und wichtig wäre. Das ist jetzt halt nicht möglich, das ist verboten. Aber wir kommen gleich noch zum konkreten Inhalt, der das dann auch eben regelt. So, hier ist nochmal wichtig: Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung, den Gesetzesentwurf in der Ausschussfassung anzunehmen. Das heißt, hier gibt es in der Ausschussfassung nochmal ein paar Anpassungen, so Detailanpassungen im einen oder anderen Paragraphen. So, und dann, ich bitte diejenigen, die dem Gesetzesentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um mal das Handzeichen. So, das sind die Koalitionsfraktionen, also die drei Regierungsfraktionen, die Linke außerdem und die CDU-CSU-Fraktion. Super. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Lol. Wer enthält sich? Niemand. Okay, damit ist der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung angenommen. So viele Gesetze haben, also oder überhaupt gibt es dann diese drei Beratungen. Viele Gesetze werden auch tatsächlich in einer separaten dritten Beratung nochmal diskutiert, insbesondere wenn es dann noch viel, viel Klärungsbedarf gibt. In diesem Fall haben wir jetzt schon alle Fraktionen außer die AfD auf der Seite. Das ist dann sowieso eine völlige Mehrheit und da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Die Regierungsfraktion hätte ja auch so schon eine Mehrheit gehabt. Dann kann man die dritte Beratung direkt an die zweite einfach dranflanschen. Dann muss die nur separat hier in der Tagesordnung nochmal aufgerufen werden, aber das kann direkt danach stattfinden. Also kommen wir direkt zur dritten Beratung rund um diesen Gesetzesentwurf. So, und diejenigen, die jetzt hier zustimmen wollen, müssen sich erheben. Das sieht man dann auch im Video, da stehen die dann auf. Das sind wieder die drei Koalitionsfraktionen, außerdem die Linke und die CDU-CSU. Schön, wer stimmt dagegen? Das ist wieder die Fraktion der AfD. Lol, der Gesetzesentwurf ist damit aber angenommen. Beifall. So. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der AfD. Ah, die haben also einen konkurrierenden oder ergänzenden Antrag gehabt. So, wer stimmt für diesen? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Ah, das sind die drei anderen, CDU, CSU und Linke. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Und dann geht man auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Damit ist es also innerhalb der Agenda vorbei. Wir gucken jetzt einfach mal rein, über was da nun genau gesprochen wurde. So, dann fangen wir mal an. Hier Gesetzesentwurf die 2010-25. Das ist nun auch schon eine Weile herumgeflogen. Also da konnte man schon mal reinschauen, wer sich damit beschäftigt hat. Diese Gesetzesvorlagen haben immer erstmal einleitende Worte, ne? Also A, Problem und Ziel ist erstmal so Präambel, B, Lösung, das Gleiche. So ein bisschen, ja, was machen wir da jetzt? Gibt es Alternativen? Natürlich nicht. Alternativlos, wie immer. Haushalt, hier wird dann nun das Geld genommen aus dem Energie- und Klimafonds, um eben das EEG-Konto weiterhin befüllen zu können, weil wir ja Auszahlungen an EEG-Anlagen haben, aber eben nicht mehr der Einnahmetatbestand der EEG-Umlage auf das Konto einzahlt. Ne? Deswegen muss das Geld stattdessen von Steuergeldern aus dem Energie- und Klimafonds kommen. So, das Ganze eben ab dem 1. Juli. Und das sind eben 6,6 Milliarden Euro. Klingt immer erstmal unglaublich viel, aber für einen Bundeshaushalt von Deutschland ist das handelbar. So. Wichtig dabei aber natürlich auch, ne, EEG-Umlage mindert die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer auf Strom. Das heißt, wir haben auch ein paar Umsatzsteuermindereinnahmen im Strombereich, klar, aber wichtig hier, die gewonnene Kaufkraft dürfte jedoch zu Umsatzsteuermehreinnahmen in den anderen Bereichen in ähnlicher Höhe führen, sodass insgesamt der Haushalt nicht belastet wird. Warum? Naja, wenn jetzt der Strompreis geringer ist, dann klar wird davon weniger Umsatzsteuer abgeführt an das Steuergeld, ne? An den Bundeshaushalt oder in diesem Fall ja auch die Landes- und Kommunenhaushalte. Wenn ich aber nun mal weniger für den Strom ausgebe, als vor allem nicht ganz so gut betuchter Mensch, naja, dann verkonsumiere ich ja trotzdem mein restliches Geld. Und wenn ich weniger für den Strom ausgebe, habe ich ein bisschen mehr Geld übrig für den restlichen Konsum. Dann gebe ich halt mehr aus für Lebensmittel oder anderes. Easy as that. Das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Dafür gibt es auch schon Ewigkeiten lang Forschung. Arme Menschen und selbst der Mittelstand, der verkonsumiert nun mal sein Geld im Großen und Ganzen. Das ist nun mal so, weil man gar kein Geld übrig hat. Na, am Ende des Tages ist kein Geld übrig, um es irgendwo hinzulegen, sondern mehr, man verkonsumiert das. Und wenn hier also weniger für Strom am Ende gezahlt wird, heißt es zwar, dass über diesen Weg weniger auch Umsatzsteuer generiert wird, aber dann über Lebensmitteleinkauf wieder genauso viel. Schlussendlich. Also, das ist auch alles sehr verständlich, was hier
auf finanzieller Ebene für den Steuerhaushalt formuliert wurde. Erfüllungsaufwand, ne, für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand, also keine Mehrkosten. Für die Wirtschaft entstehen hier 472.000 Euro. Ich weiß nicht genau, wie die zusammenkommen. Hier stehen zwar 315.000 als Bürokratiekosten aus Informationspflichten, also Kundeninformationen und so weiter. Ja, okay, klar. Aber was ist der Rest? Wie kommt man auf diesen Betrag? Ich habe es nicht gelesen, vielleicht habe ich es einfach nur überblättert. Wer das weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten für die Umsetzung besteht nicht so viel mehr Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, denn es bestehen bereits heute erprobte Verfahren, insbesondere das Instrument der Schätzung, um verbrauchte gelieferte Strommengen unterjährig abgrenzen zu können. Also eine gesonderte Messung, also eine Zählerablesung ist da nicht immer erforderlich. Aber es ist schön, wie man das formuliert, dass es erprobte Verfahren gibt, insbesondere das Instrument der Schätzung. In vielen Häusern der Energieversorgung findet eine Schätzung schlussendlich auch noch per Taschenrechner statt oder Excel. Naja, von daher ist aber trotzdem ein erprobtes Verfahren, das stimmt schon. Okay, kein Verwaltungserfüllungsverfahren und Kosten, wie gesagt, sind nur diese 6,6 Milliarden hier formuliert, die nun also aus dem Energie- und Klimafonds kommen. Und dann, wenn man weiter scrollt, kommt man dann erst zum eigentlichen Gesetzesentwurf. Wie gesagt, das ist jetzt der ursprüngliche Entwurf. Damit ihr das mal komplett sehen könnt, packe ich mich mal hier hoch. Genau. Und dazu kommt ja aber noch die minimale Anpassung aus dem Wirtschafts- oder aus dem Energie- und Klimaschutzausschuss. Ne? Ausschussfassung haben wir ja vorhin gehört. So. Aber es ist ein Artikelgesetz. Artikelgesetze haben dann immer pro Artikel ein Gesetz oder eine Verordnung, die sie weiter anpassen. Artikel 1 ist dann hier also die konkrete Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und wer nämlich sich ursprünglich schon mal mit dem Osterpaket und so weiter auseinandergesetzt hat und mit den großartigen Änderungen des EEG, das ist alles noch nicht da. Es geht hier wirklich nur und explizit ausschließlich um die Absenkung und dann den Wegfall der EEG-Umlage dieses Mal. Die restlichen Änderungen des EEG kommen in späteren Sitzungen. Nicht irritieren lassen davon. Also, hier gibt es nämlich nur zwei Punkte. Zum ersten, Strommengen, die gelten als umlagepflichtigen Strommengen, wenn sie für die volle oder andere EEG-Umlage hätte gezahlt werden müssen. Das ist also nur so eine Festlegung, wie kann man jetzt die Strommengen definieren, die jetzt betroffen sind. Alles klar. Das ist halt ein Gesetz, das ist halt Recht. Man muss auch nicht immer komplett dahinter steigen. So. Und dann zweitens, so, vom 1. Juni bis 31. Dezember mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die EEG-Umlage ein Wert von 0 Cent anzuwenden ist. Also Absenkung der EEG-Umlage auf 0. So, auf Strommengen, die zwischen dem und dem verbraucht werden, ist keine Mindestumlage zu zahlen. Übertragungsbetreibern aufgrund des Einsatzes. Gehende Einnahmen werden als verringerte Einnahmen in den bundesweiten Ausgleich nacheinander eingestellt und in dem erforderlichen Umfang von der Bundesrepublik Deutschland erstattet. Das heißt, die Übertragungsnetzbetreiber kriegen das Geld halt dann von der Bundesrepublik aus den Steuergeldern. Dafür gibt es nämlich sogenannte öffentlich-rechtliche Verträge. Auch das haben wir, glaube ich, schon mal rund um die EEV, Erneuerbare Energienverordnung, besprochen. Wir haben mal ein Video gemacht, EEG, EEV, EEAV, mit Erneuerbaren Energienverordnung und Erneuerbaren Energienausführungsverordnung, die nämlich das EEG weiter definieren in der operativen Umsetzung. Okay, weiter geht's. Sollen wir für den Zeitraum 1. Januar bis mit dem Maßnahmen, dass wir die EEG-Umlage das gesamte Kalender durchschnittlich werden, aus der von Übernachtungsbetreibern Verordnung, Kalender veröffentlicht, EEG-Umlage für das erste Halbjahr und für das zweite Halbjahr zugrunde zu legen ist. Okay, nicht so viel Bedeutung für unseren Alltag. In den Fällen ist ein Fall für Strommengen, die nach dem 30. Juni und vor dem 1. Januar geliefert werden, die Pflicht nach so und so. Also am Ende wird hier also gesagt, EEG-Umlage gibt es nicht mehr. Alles klar. Artikel 2, Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Na, also mehr ist im EEG nicht geändert worden. Der Rest ist jetzt schon mal Energiewirtschaftsgesetz. Auch das ist nicht viel. So, hier nur nochmal, okay, Saldo, Kalkulationsbestandteile, nur eine Definition. Dann wird es aber interessant. So, Grundversorger sind verpflichtet, zum 1. Juli ihre allgemeinen Preise für die Versorgung um den Betrag zu mindern, um den die Umlage des EEG zum 1. Juli gesenkt wird. Grundversorger müssen also ihre Grundversorgungstarife zum 1. Juli um die EEG-Umlage auch wirklich verringern. Das muss also weitergereicht werden an den Verbraucher. So, muss veröffentlicht werden auf der Seite des Grundversorgers, wo die Preise nun mal veröffentlicht werden. So. Und die anderen beiden ergänzen das nur noch mal weiter, wo dann hier steht, ne? Auch Stromlieferverträge außerhalb der Grundversorgung, bla bla bla, und dann noch mal Stromlieferverträge außerhalb der Grundversorgung, die nicht unter diesen Paragraph fallen. Hier ist dann immer zu mindern um die EEG-Umlage, die hier gesenkt wird. Tata! Also, im Großen und Ganzen kann man daraus schließen, alle Stromlieferverträge,
die bisher eine Energieumlage beinhaltet haben, dürfen zum 1. Juli diese nicht mehr beinhalten, weil sie runtergesetzt wird. Und die Tarife müssen um die Höhe der Energieumlage auch verringert werden. Es ist prinzipiell natürlich jedem Versorger ist unbenommen, trotzdem irgendeine Art von Preiserhöhung zu machen, vielleicht sogar zufällig um die Höhe einer EEG-Umlage, aber damit kommt auch immer ein Sonderkündigungsrecht beim Verbraucher zustande, ganz klar. Dementsprechend hätte man dann die Möglichkeit, vermutlich sich einen deutlich attraktiveren Versorger zu suchen, der das nicht tut. Okay, man kann also im Großen und Ganzen sagen, EEG-Umlage auf Null und Einsparung beim Versorger muss weitergereicht werden an den Endkunden. So, Artikel 13 ist in Kraft treten, ist dann jetzt also soweit. Danach kommt noch die Begründung, da sehen wir auch hier, da sind noch ein paar Seiten, in denen das weiter ausgeführt wird, das kann man sich also durchaus geben. Zur Ergänzung, hier ist dann noch die Beschlussempfehlung des Ausschusses, also das ist ja diese Ausschussfassung, von der wir vorhin gelesen haben, auch das sind nur 8 Seiten, kann man sich also anschauen. So, der Ausschuss hat erstmal empfohlen, den Gesetzentwurf in geänderter Fassung, so dann kommen wir gleich, anzunehmen. Und zwar haben das alle gesagt, außer die AfD. So, dann kann man hier weiter runterscrollen und sich den Detail, hier, das sind die Änderungen. Das sind so kleine Detailänderungen. Hier wird irgendwas angefügt. Hier wird vermutet, dass die Umlage in Preise eingeflossen sein, weiß noch, dass es nicht erfolgt ist. Ja, da wird das so ein bisschen genauer, rechtlich relevant konkretisiert, wie Definitionen hier also stattfinden. Inhaltlich hat sich daran jetzt also nichts verändert, um das mal so zu sagen. Es ist mehr eine, es wird, das Gesetz wird klarer für die Anwendung. Ne? Daher ist das so ziemlich alles. Auch hier dahinter noch mal ein paar Begründungen. Alles klar. Und damit kann man dann auch schon sagen, ist der relevanteste Teil klar. Das ist das, was beschlossen wurde. Also wer sich die Gesetzesänderung an sich anschauen will, geht in diese erste Drucksache 2010-25 und schaut sich da diese paar Seiten an mit den 2 Punkten für das EEG und den 4 Punkten für das NWG. Und dann hier diese eine Seite Ergänzung aus dem Ausschuss. Dann kennt man die Änderung. Dann, Moment, erstmal hierhin, gibt es noch, nur gut zu wissen, einen Bericht vom Haushaltsausschuss, weil es hier natürlich sehr klar um Geld geht. Hat der Haushaltsausschuss dazu auch was zu sagen? Und der sagt im Großen und Ganzen, also der schätzt ein, dass das alles in Ordnung ist und hier halt das Geld nur mal aus dem Steuerhaushalt dann zu entnehmen ist. Hier werden diese Erfüllungsaufwände aufgeführt und der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf für die Haushaltslage des Bundes vereinbar. Also kann gemacht werden. Alles klar. Dann gibt es noch diesen witzigen Entschließungsantrag der AfD. Das haben wir ja vorhin in diesem Plenarprotokoll hier auch lesen können. Ne? Ich will nur mal kurz darauf hinweisen, dass es das auch gibt. So, also, die Fraktion der AfD sagt erstmal, der Gesetzentwurf entlastet zwar die Stromkunden, behebt aber deren Unsere, nämlich die Förderung sogenannter erneuerbaren Energien nach dem nicht und verlangt täglich die Verlagerung deren Förderungsfinanzierung, der nun so sind sehr aufgestockt werden soll und damit die Bürger über den Bundeshaushalt erheblich belastet. Ja, aber nicht mehr auf der Stromrechnung, das ist schon ein Unterschied. So, dann, das EEG fördert eine ineffiziente, kostspielige, teilweise umweltschädliche und instabile Energieerzeugung bereits seit Jahrzehnten, welche eine stark zunehmende Abhängigkeit von strategischen Rohstoffen wie seltenen Erden bewirkt. Wow. Und dann, der Bundestag muss dem Einhalt gebieten, indem er auf eine entsprechende Abänderung des gegenständlichen Gesetzentwurfs und schnellstmöglich auf die Abschaffung des EEG hinarbeitet. Lol. Und dann Römisch 2. Alle Zahlungen und Begünstigungen nach EEG vollständig und ersatzlos zu streichen. Alle Zahlungen und Begünstigungen ersatzlos zu streichen. Vollständig und ersatzlos. Alle bereits gewährten Zahlungen schnellstmöglich zu beenden. Ersatzlos zu streichen. Und so weiter. Also, das Witzige ist ja, ich will nämlich gar nicht zu sehr jetzt politisch hier werden, aber das Witzige ist ja, also wer sich dieses Video anschaut, wird ja vermutlich irgendeinen Berührungspunkt mit Energiewirtschaft haben oder Energie oder zumindest Energiewende. Und wer jetzt mir direkt folgt, wird auch vermutlich ein mindestens Grundrauschen haben, was so Verständnis von energiewirtschaftlichen Zusammenhängen angeht. Und spätestens mit so ein bisschen Grundeinblick, wenn man dann so Sachen liest, die so offensichtlich nichts mit der Realität zu tun haben, die so geschrieben sind, als würde sich hier die AfD-Fraktion gerade in einem Hollywood-Thriller befinden
Es würde gleich eine große Weltverschwörung aufgedeckt werden, aber wir leben nun mal nicht in diesem Hollywood-Thriller. Wir leben in der echten Welt, in der erneuerbare Energieanlagen nun mal fucking die wirtschaftlichsten Anlagen sind, die wir haben. Deswegen haben wir auch aktuell zum Beispiel, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen in dem Kanal, in Frankreich extrem hohe Strompreise wegen den Atomkraftwerken, von denen die Hälfte nicht mal mehr läuft, weil sie nämlich bei den deutschen Atomkraftwerken das gleiche wäre. Und stattdessen haben wir in Deutschland den geringsten Strompreis, weil wir so unglaublich halbwegs viele erneuerbare Energieanlagen haben. Weil nun mal keine Brennstoffkosten, weil nun mal keine Personalkosten, keine Infrastrukturkosten. Man muss doch nicht lange drüber nachdenken. Ja, die laufen nicht immer, aber wenn sie laufen, sind sie die günstigste Variante. Also lasst uns genügend produzieren, um auch wenn sie nicht laufen, genügend gespeichert zu haben. Das ist jetzt nicht so schwer. Jedenfalls ist das, was die AfD hier behauptet, ja nun wirklich weit weg von jeglicher Realität unserer echten Welt. Und deswegen ist es nur richtig so, dass hier abgelehnt wurde, diesen Antrag zu bestätigen und stattdessen das absolut Richtige passiert ist. Wir kommen also zurück zur Pressemitteilung vom Wirtschaftsministerium, dass also das Richtige passiert ist, dass die EEG-Umlage nun zum 1. Juli auf 0 Euro gesenkt wird und ab 23 nicht mehr in dem Sinne existiert, sondern dann ausschließlich also die Finanzierung aus dem Energie- und Klimafonds stattfinden wird. Das ist jetzt erstmal der Status quo. Okay. Ich werde verlinken hier diese Bundestagsseite oder beziehungsweise diesen Artikel. Ja, genau, diesen Artikel werde ich verlinken. Da könnt ihr euch andererseits die Aufnahme nochmal anschauen, wenn ihr wirklich einfach mal Schmerzen haben wollt. Guckt euch das gerne an. Man kann auch immer so minutenweise vorspringen, keine Sorge. Und dann haben wir hier noch diese Dokumente. Damit habt ihr, glaube ich, viel Ansatz nochmal, um euch damit weiter auseinanderzusetzen. Okay. Habt ihr Fragen dazu, gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten ja, gerne einen Daumen nach oben und abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Und wenn ihr euch mal konkret mit dem EEG grundlagenhaft weiter beschäftigen wollt, vor allem mit den Änderungen, die jetzt des Weiteren noch für 2023 kommen werden. Wir werden ja jetzt auf unserer Webseite Veranstaltungen immer mal posten, wo ihr ein Ticket für eben zum Beispiel ein zweistündiges intensives Online-Seminar kaufen könnt. Okay, auch das ist unten verlinkt. Gut, ansonsten geht gerne mal auf unsere Lernplattform. Wir haben da jede Menge tolle Unterlagen, Videokurse, E-Books und wie gesagt auch Veranstaltungen. Und aktuell läuft eine kleine Rabattaktion. Ja, okay, alles klar. Das war's soweit von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eickert.